Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Heute versuche ich mal was ganz Besonderes. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses kleine Baufahrzeug der Firma Lilliput. Das gab es normalerweise nur für Gleichstrom. Ein guter Freund von mir hat das ganze Ding jetzt umgebaut und zwar mit anderen Achsen. Und zwar hat er einfach größere Räder hier eingesetzt. Da habe ich ihm gesagt, wenn er will, kann er das mit nach Hause nehmen und das mal probieren. Das hat er gemacht. Die Räder sind jetzt einfach um 2 mm größer. Und somit habe ich mehr Freiheit für meine Weichen. Da ich ja Wechselstromfahrer bin, hatte ich das Problem, dass diese Getriebekästen auf meinen Puckos an den Weichen auflaufen und somit nicht drüber kamen. Das hat er mir jetzt gelöst. Ich habe das probiert. Sie kommen einwandfrei jetzt drüber, diese Getriebekästen über meine Puckos. Und somit steht eigentlich einem Digitalisieren und einem Umbau mit einem Schleifer nichts mehr im Wege. Zur Schleiferaufnahme habe ich mir aus meiner Bastelkiste dieses Blöckchen geholt. Das sollte eigentlich einmal ein Schrank sein, aus irgendeinem Bausatz. Da habe ich jetzt für die Achsen mit einem Fräser halbrunde Bohrungen angebracht. Die habe ich vor, über diese Welle zu schieben. Somit habe ich die Welle immer noch frei und ich kann auf diesen Kasten meinen Schleifer platzieren. Dann müsste der Strom in den oberen Bereich kommen, wo sich mein Decoder drin befindet. Und somit könnte ich diese Lok tatsächlich digitalisieren. Jetzt zur Befestigung habe ich mir Folgendes gedacht. Ich werde hier in diesem Bereich eine Bohrung anbringen. Hier eine Bohrung, das wird durchgebohrt in den Wagenkasten. Und im Wagenkasten, nämlich auf dieser Seite, da werde ich Muttern anbringen. Ich verwende dazu diese Messingschrauben. Und dann denke ich mal, wird das eine gute Sache. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dabei sein und mir über die Schulter schauen und dann mit dabei sein, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Ich denke mal, ich werde das schon hinbekommen, aber wie gesagt, manche Dinge klappen auch leider bei mir nicht. Ich hoffe doch, diesmal klappt's. Für die Bohrungen muss ich hier die Muttern ja drunter bringen. Deshalb muss der Kasten in Höhe dieses Steges abschließen, damit ich nachher auch noch tatsächlich die Mutter unterbringe. Ich mittle das jetzt aus und bohre einfach mal zwei Löcher in den Wagenkasten. Das mache ich mit dem Dremel. So, die zwei Bohrungen sind angebracht. Und schau mal, wo ich rausgekommen bin. Und ich bin da rausgekommen, wo ich auch rauskommen wollte. Wunderbar. Jetzt kann ich die Schrauben setzen. Wie ihr seht, habe ich jetzt dieses Abstandsstück aufgeschraubt mit zwei Schrauben. Die habe ich hier hinten mit Muttern versehen. Die halten jetzt im Prinzip hier
diesen ehemaligen Schrank. Dann habe ich hier eine Schraube angebracht, der mir meinen Märklin-Schleifer hält, und das Ganze jetzt mal eingebracht. Zum Prüfen habe ich jetzt einfach mal die Kabelverbindung meines Schleifers hier an den Motor gelötet. Den zweiten Radschleifer, der hier rot ist, habe ich hier rangelötet. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich das hier an diesen Kondensator gelötet habe. Das hat folgenden Grund. Ich habe hier in der Motoraufnahme für die Kohlen, wo ja hier auch das Kabel angelötet ist, eine Kunststoffumrandung. Und mir ist es schon mal passiert, dass ich hier gelötet habe und mir das Kunststoff dann zerschmolzen ist. Ich müsste jetzt hier alles ausbauen. Da spare ich mir, indem ich einfach hier oben die Stromabnahme mache. Das ist ja im Prinzip egal, ob ich es jetzt hier wegnehme oder hier unten. Der Strom ist immer das gleiche. Ich setze jetzt mal das Wägelchen auf mein Testgleis. Das habe ich jetzt, da ich ja noch keinen Decoder hier verbaut habe, mit meinem regelbaren Netzteil verbunden. Und wenn alles gut geht, wird sich dieses Teil bewegen. In welche Richtung, weiß ich natürlich jetzt nicht. Es läuft nach hinten. Wenn ich das jetzt umpole, wird das Ganze nach vorne fahren. Das probieren wir doch gleich mal. Umgepolt ist es. Und nach vorne. Und wie ihr seht, funktioniert das zumindest einmal mit dem Gleichstromanschluss an meinem Gleis. Der Strom kommt tatsächlich jetzt hier über den Schleifer zum Motor und hier die andere Seite über die Radsätze, so wie das sein sollte. Ich werde jetzt das Ganze noch etwas schwarz lackieren, dann fällt es nicht mehr so auf. Und ich habe dann im Prinzip die Mechanik soweit fertig und ich kann mich um einen Decoder-Einbau bemühen. Zum Einsatz kommt hier ein Pilot der Marke ESU, und zwar der Mikro. Um den Mikro unterzubringen, habe ich hier im hinteren Bereich die Ladefläche nach unten ausgefräst. Da habe ich dann die Möglichkeit, mit einem doppelseitigen Klebeband diesen kleinen Decoder hier einzubringen. Ich habe dann, wie üblich, das graue Kabel für den Motoranschluss hierher gelötet und das orangene Kabel auf die andere Seite. Das hatte ich ja vorher schon erklärt. Ich löte das lieber zu dem Kondensator. Die Plusversorgung des Decoders habe ich hier in einem Schrumpfschlauch verlötet und untergebracht und die Masseversorgung hier unten. Somit ist der Decoder hier verdrahtet. Beleuchtung hat das Modell momentan noch nicht. Da muss ich erst mal schauen, wie ich das vorn mit der Beleuchtung machen könnte, da ich ja hier im Prinzip sehr wenig Platz habe, vor allem hier im oberen Bereich. Das könnte schon mal passieren, dass ich das noch mal beleuchte. Vorrangig ging es mir einfach mal darum, dieses kleine Modell, das ich schon seit Jahren bei mir rumliegen habe, auch mal ans Laufen zu bekommen. Der Decoder ist drin. Ich habe die Zentrale eingeschaltet und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und er läuft. Wunderbar. Ich bin begeistert, dass es so funktioniert, dass dieser kleine Decoder tatsächlich dieses Ganze bewerkstelligen kann. Ich kann jetzt den Deckel, sprich das Gewicht, aufsetzen.
Ich werde das allerdings hier innen noch etwas mit einem Tesafilm ausgleiten, damit ich zumindest hier die Gewissheit habe, dass nichts leiden kann. Und dann wird dieses kleine Modell bei mir auf der Anlage mal ihre Proberunde drehen. Da steht nun das kleine Ding auf meinen Schienen und fährt. Ich bin total begeistert, dass dieser kleine Mikrodecoder so funktioniert, hätte ich jetzt nicht wirklich gedacht. Aber ich habe das ja schon bei manch anderem gehört, dass der wohl funktioniert, und deshalb wollte ich das auch mal ausprobieren. Und dieses kleine Teil hier, das hat es mir sowieso schon angetan und das funktioniert ja jetzt prima. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wart nicht ganz so gelangweilt beim Umbau von diesem Bauteil hier. Und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal. Euer Groovy 1960.